Stellen Sie sich vor, Sie werden in einer Sitzung heftig von einem Kollegen angegangen, und zwar so heftig, dass Sie zu weinen beginnen. Und alle schauen zu, während die Tränen über Ihre Wangen kullern. Ist das jetzt eine große Blamage? Stehen Sie als unprofessionell da? Ich werde Ihnen in diesem Video verraten, warum Weinen viel besser als sein Ruf ist, ja, warum es Ihnen nützen kann. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres unterstützt und an Ihre wichtigsten Ziele erinnert. Link zu den kostenlosen Testwochen unter diesem Video. Am Ende dieses Videos komme ich darauf zurück, wie Sie Ihre Tränen in der Sitzung von der Not zur Tugend machen. Es kommt nämlich darauf an, wie Sie Ihr Weinen kommentieren. Es gibt da einen einfachen, aber sehr effektiven Ansatz. Vorher möchte ich der wichtigen Frage nachgehen: Warum tut es uns so gut, wenn wir weinen, statt es zu unterdrücken? Welche verblüffenden Ergebnisse haben Forscher da ans Licht gebracht? Und wie wirken sich öffentliche Tränen aus? Nehmen Sie den US-Präsidenten Obama. Sein letztes Amtsjahr begann er damit, dass er strengere Regeln für Waffenbesitz präsentierte. Und während er sprach, kullerten ihm Tränen über die Wangen. Hat er sich damit als mächtigster Mann dieser Welt disqualifiziert? Ist er dadurch eine Heulsuse geworden? Oder 2006 bei der WM im eigenen Land, die deutsche Fußballnationalmannschaft verliert das Halbfinale, der Traum vom WM-Titel ist geplatzt. Und etliche auf diesem Spielfeld so harte und disziplinierte Männer, unter anderem Mannschaftskapitän Michael Ballack, die brechen damals in Tränen aus. Da weinen erwachsene Männer, als wären sie kleine Kinder. Spricht das nun gegen unsere Fußballer? Kostet es sie Sympathie? Ich habe bewusst Beispiele mit Männern gewählt, da ihre Tränen im öffentlichen Raum noch weniger als die von Frauen akzeptiert werden. Dabei sind Tränen eine Auszeichnung, denn es gibt auf dieser Erde kein Lebewesen außer dem Mensch, das durch Gefühle zum Weinen veranlasst wird. Das sagen Forscher der Universität Ulm und sie nennen 5 Gründe fürs Weinen. Es ist sehr spannend, diese Gründe einmal anzuschauen, ehe ich gleich auf die Ausgangsfrage zurückkomme. Fragen Sie sich bei diesen Gründen gern, was davon Sie schon zum Weinen gebracht hat oder am ehesten zum Weinen bringen könnte. Und direkt danach sage ich Ihnen, warum Weinen Ihnen so gut tut. Der erste Grund für Tränen ist Einsamkeit. Menschen weinen, wenn sie das Bedürfnis nach Nähe haben, aber es wird nicht erfüllt. Haben wir nicht alle schon aus Liebeskummer geweint? Oder vergießen Kinder nicht Tränen aus Heimweh? Der zweite Grund für Tränen ist Machtlosigkeit. Wenn Sie die Nachricht bekommen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist, dann würden Sie das so gerne verändern, aber Ihre Hände sind gefesselt, Sie können das nicht, Sie sind ausgeliefert. In diese Kategorie, da fallen auch die Tränen der deutschen Fußballnationalspieler. Während des Spiels hat keiner geweint, da lag es noch in ihrer Macht zu gewinnen, da haben sie gekämpft und gerackert, aber danach, als das Spiel abgewiffen und der Traum geplatzt war, da war das Grundbedürfnis nach Autonomie verletzt und dann flossen die Tränen, dann zog die große Ohnmacht ein. Das passiert auch, wenn sie zum Beispiel entlassen werden oder wenn sich ein geliebter Mensch überraschend von ihnen trennt. Und ehe ich gleich darauf zurückkomme, warum Tränen gut für Sie sind und wie Sie mit den Tränen in einer Sitzung umgehen könnten, hier der dritte Grund für Tränen: Überforderung. Da ist die Schülerin, die vor einer Prüfungsarbeit sitzt und weiß, ich kenne die Antworten nicht, ich fall durch. Da ist der alleinerziehende Vater, der einfach nicht mehr weiß, wie er seinen Job und die Erziehung unter einen Hut bringen soll. Oder da ist der US-Präsident, der so gern die tödlichen Schusswaffen in seinem Land einsammeln würde, aber immer wieder von der Waffenlobby ausgebremst wird. Solche Überforderung lässt Tränen fließen. Als vierten Grund sehen die Forscher der Universität Ulm die Harmonie. Da sprechen wir also von Freudentränen. Wenn sich ein großer Wunsch erfüllt, wenn uns das Verhalten eines anderen Menschen rührt, wenn wir einen Augenblick erleben, der so schön ist, dass wir es kaum fassen können, dann fließen manchmal die Tränen. Und der fünfte Grund für Tränen ist Medienkonsum. Gemeint sind stellvertretende Tränen. Zum Beispiel sehen Sie im Film eine Szene, in der jemand stirbt. Und dann weinen Sie, weil Sie sich zum Beispiel in die Hauptfigur hineinversetzen. Besonders hochsensible Menschen tun das fast von allein. Nicht nur bei Filmfiguren, sondern allgemein bei Mitmenschen.
Die Forscher unterscheiden übrigens zwei Arten von Tränen. Die basalen Tränen, die ausschließlich körperlich ausgelöst werden, etwa durch Wind in den Augen, und die emotionalen Tränen, deren einzige Quelle die Gefühle sind. Ich werde Ihnen gleich noch verraten, welchen wichtigen Unterschied in der Tränenflüssigkeit es gibt. Darüber habe ich bei der Recherche selbst gestaunt. Und jetzt sage ich Ihnen, warum Weinen etwas Gutes ist und warum Sie öfter weinen sollten. Denn wer weint, der baut Stress ab. Wie lösen sich schwarze Wolken an einem Himmel auf? Durch Regen. Und wie lösen sich schwarze Gedanken in einem Kopf auf? Manchmal durch Tränen. Das Weinen, das kann sie befreien, es kann die Tür zu unseren positiven Gefühlen wieder aufstoßen. Aber ist öffentliches Weinen nicht doch peinlich? Neigen wir nicht alle dazu, Tränen in der Öffentlichkeit zu unterdrücken? Ja, es wurde uns anerzogen, unsere gesamten Gefühle nicht zu zeigen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, hieß es in der Erziehung. Aber jedes Gefühl ist ein Ausdruck von Individualität, jedes ehrliche Gefühl macht uns stark, wenn wir es zeigen und zu ihm stehen. Denn Weinen hat eine Aufgabe, es stellt Nähe zwischen Menschen her. Was ist passiert, wenn Sie als kleines Kind geweint haben? Die Eltern, die kamen sofort herbeigeeilt, um Ihnen zu helfen. Sie bekamen Nahrung, sie bekamen Trost und sie bekamen Nähe. Es rührt unser Herz, wenn wir jemanden weinen sehen. Wer weint, der ist ihnen sofort näher. Also Tränen, die schaffen blitzschnell eine Verbindung, die weit über den Verstand hinausgeht. Angenommen, Sie haben einen guten Bekannten, der Ihnen sein Herz ausschüttet und dabei in Tränen ausbricht. Wird Ihnen dieser Mensch dadurch fremder? Verurteilen Sie es, dass er Tränen vergießt? Ich wette, ganz im Gegenteil, Sie werden diese Tränen als einen Beweis des Vertrauens werten. Wer in Ihrer Gegenwart geweint hat, der steht Ihnen viel näher als jemand, der nur sein Pokerface bewahrt hat. Nehmen wir zum Beispiel den Anfang dieses Videos. Haben Sie schlecht über Obama gedacht, weil er beim Sprechen über Waffengesetze geweint hat? Ist es eine Schwäche, dass er angesichts all der unnötigen Todesopfer seine Tränen nicht mehr unterdrücken konnte? Oder trifft es viel eher zu, dass diese Tränen ein Band der Sympathie zwischen Ihnen und ihm gelegt haben? Kann es sein, dass Sie Obama instinktiv für einen guten und feinfühligen Menschen halten, für einen Politiker, dem eben nicht alles am Hinterteil vorbeigeht, eben weil er diese Emotionen gezeigt hat? Oder zurück zu den Fußballprofis und Michael Ballack. Erschien es Ihnen kindisch, dass diese durchtrainierten Männer nur wegen eines verlorenen Spiels zu weinen begannen? Oder kann es sein, dass diese Tränen Ihre Sympathie für die Fußballer vermehrt haben? Haben Sie vielleicht gedacht, das sind zwar Einkommensmillionäre und daran wird diese Niederlage gar nichts ändern, aber im Grunde Ihres Herzens sind es kleine Jungs, die gerade ein Spiel verloren haben und dass sie weinen, das zeigt, dass sie nicht nur mit den Füßen spielen, sondern mit dem ganzen Herzen. Merken Sie, was passiert? Durch Tränen werden Menschen nahbarer. Wir alle haben schon geweint, wir alle haben verletzliche Seiten. Und wenn ein anderer uns zeigt, dass er eben auch weint, auch verletzlich ist, auch über große Emotionen verfügt, dann schweißen uns diese Gemeinsamkeiten mit ihm zusammen. Gleich sage ich Ihnen noch, warum Weinen uns körperlich so gut tut und wie Sie mit Tränen in einer Sitzung umgehen könnten. Vorher noch der wichtige Hinweis, was passiert, wenn Sie Ihre Tränen unterdrücken. Dann sammelt sich der Stress in Ihrem Körper und er findet kein Ventil, um rauszukommen. Dann erhöhen Sie die Gefahr, in einen Burnout oder in einer Depression zu landen, denn unterdrückte Gefühle, die sind immer viel gefährlicher als solche, mit denen Sie offen umgehen. Weinen ist gesund, weinen reinigt Ihre Seele, weinen ist zutiefst menschlich. Und das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, denn Träne ist nicht gleich Träne. Wenn Ihre Augen feucht werden, weil Sie ein kleines Insekt im Auge haben, dann ist die Tränenflüssigkeit eine andere, als wenn Sie emotional weinen. Dann enthalten Ihre Tränen deutlich mehr giftige Hormone, die in Ihrem Körper Stress auslösen. Beim Weinen lassen Sie den Stress im wahrsten Sinne aus Ihrem Körper fließen. Aber jetzt zurück zum Anfang, zurück zu der Sitzung. Ein Kollege geht Sie so unfair an, dass Sie Ihre Tränen nicht unterdrücken können. Natürlich ist Ihnen das sehr unangenehm. Wahrscheinlich denken Sie, im Job ist es wichtig, einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Aber wenn sogar ein US-Präsident sich Tränen erlauben kann, ohne deshalb an Respekt zu verlieren, warum sollte das bei Ihnen denn anders sein?
Es kommt allerdings darauf an, dass Sie mit Ihrem Weinen richtig umgehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel murmeln, ich weiß, dass es unpassend ist, Entschuldigung, dann beschwören Sie geradezu herauf, dass die anderen Ihr Verhalten tatsächlich als unpassend, als schuldhaft einstufen, daher das Wort Entschuldigung. Aber was passiert, wenn Sie sich die Tränen abwischen und dann zu dem Kollegen sagen, ich fühle mich jetzt sehr verletzt, denk nochmal über deine Worte nach? Und wissen Sie, wer jetzt schlecht dasteht? Nicht mehr Sie, sondern der Kollege, der Sie so unfair angegriffen hat. Nahezu jeder im Raum wird mit Ihnen sympathisieren. Je natürlicher Sie mit Ihren Tränen umgehen, desto natürlicher reagieren die anderen darauf. Manchmal zeugen Tränen, die man unterdrückt, von Schwäche, denn da leugnet jemand sein Gefühl. Und Tränen, die man einfach fließen lässt, die zeugen von Stärke, denn da steht jemand zu seinen Gefühlen. Also, weinen Sie ruhig öfter. Aber Achtung, wenn Sie plötzlich viel mehr weinen als sonst oder auch bei Anlässen, die eigentlich zu gering sind, dann kann das ein Anzeichen für psychische Labilität sein. In diesem Fall können Sie sich fragen, was macht mich jetzt gerade so verletzlich? Wenn ein solcher Zustand länger anhält, dann kann auch ein Gespräch mit einem Psychologen hilfreich sein. Die meisten Menschen aber haben das umgekehrte Problem. Sie weinen zu selten und nicht zu oft. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video, welche eine Perle ich gefunden habe, als ich 344 Bücher las. Das kann Ihr Leben verändern. Klicken Sie es jetzt in der Infobox. Und nun noch eine persönliche Frage. Warum schauen Sie diesen Kanal? Was reizt Sie daran? Kann es sein, dass Sie ein Mensch sind, der sich ständig weiterentwickeln will? Also jemand, der sich nicht mit dem zweitbesten Leben, nicht mit faulen Kompromissen zufrieden gibt? Sind Sie also auf der Suche nach einem erfüllteren Leben und wollen mehr aus sich als Persönlichkeit machen? Aber beobachten Sie auch, dass Sie rasch wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen? Dass Ihnen bei der Veränderung oft der Alltag mit all seinen Problemen dazwischenkommt? Dann weiß ich einen Weg, wie Sie es künftig besser machen. Und diesen Weg, den verrate ich Ihnen in meinem kostenlosen Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Dort erfahren Sie, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag Ihr Leben verändern können. Diese Methode hat mich sehr erfolgreich gemacht und die wird auch bei Ihnen funktionieren, versprochen. Klicken Sie jetzt hier, um mein kostenloses Geschenk zu nutzen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am liebsten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Behrle.